Hello, how are you? Herr Hoffmann is visiting his son Joachim, who is now studying in Heidelberg. Heidelberg still awakens romantic ideas in many people. An old song says you can very easily lose your heart there, as the German says, sein Herz verlieren. As usual, I'll translate a few sentences for you at the beginning of the story. So look, listen, and you will understand German. Heidelberg hat noch immer seinen alten Zauber. Ich bin hier immer ganz verzaubert. Es ist wie im Roman. Ich glaube, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Are these two men agents of a secret organization or civil servants? Wie viele? Wie viele? Zwei. Zwei. Zwei Herzen in einer Woche. Das Geschäft geht immer schlechter und schlechter. Heute verlieren die Leute ihr Herz nicht mehr so leicht. Keine Entschuldigung. Keine Ausrede. Das liegt nur an euch. Ihr müsst eben mehr arbeiten. Bis Mitternacht, Punkt 12 Uhr, brauchen wir vier Herzen. Vier Herzen? Vier Herzen? Wenn heute um Mitternacht die Million nicht voll ist, verlieren wir Arbeit und Brot und der ganze Zauber ist aus. If we don't complete the million by midnight tonight, we'll lose our job and our living, and all the enchantment will be gone. Wenn heute um Mitternacht die Million nicht voll ist, verlieren wir Arbeit und Brot und der ganze Zauber ist aus. Und was wird aus Heidelberg ohne uns? Man wird in Heidelberg noch studieren, gut essen und trinken, spazieren gehen, die Schlossruine besichtigen. Aber niemand wird hier mehr von Liebe sprechen. Nobody will speak of love here again. Niemand wird hier mehr von Liebe sprechen. Hört ihr? Niemand. Oh weh. Oh weh. Heidelberg muss die Stadt bleiben, wo man sein Herz verliert. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. I've lost my heart in Heidelberg. Immer diese Romantiker. Papa, schön, dass du da bist. Joachim, endlich mal wieder in Heidelberg. Mama, schön, dass du da bist, Sabine. Endlich mal wieder in Heidelberg. Ich habe noch kein Zimmer für dich. Kein Hotel? Ich habe noch kein Zimmer für dich. Kein Hotel? Aber was machen wir denn da? Und hier? Hotel Alt-Heidelberg? Aber was machen wir denn da?
Und hier? Hotel Alt-Heidelberg. So, Hotel Alt-Heidelberg. Darf ich Ihnen tragen helfen? Oh ja, danke. Das wären doch vier. Ja, das Mädchen und der Junge. Der Herr und die Dame. Komm schnell. Der Philosophenweg. Aber Papa, tja, du findest es vielleicht komisch. Aber ich möchte zu gerne wieder einmal dort spazieren gehen. Aber Papa. Ja, ich bin so romantisch. Ach ja, der Philosophenweg. Aber Mama, tja, du findest es vielleicht komisch, aber ich möchte zu gerne wieder einmal dort spazieren gehen. Aber Mama, ja, ja, ich bin eben so romantisch. Blau, hast du gehört? Zum Philosophenweg. Komm schnell, komm. Ach du mit deinen Romantikern. Wo wir jetzt sitzen, da saßen schon Goethe, Hölderlin, Eichendorff, Brentano. Hör auf! Wen interessiert das schon? Ihr werdet lachen. Mich interessiert das. Aber da ist ja gar kein Platz mehr frei. Platz für vier? Das ist eine Kleinigkeit. Merkt ihr denn auch, dass es anfängt zu regnen? Komisch. Heidelberg. Heidelberg hat noch immer seinen Zauber. Ja, es ist ganz angenehm, hier zu studieren. Ja, ich bin hier immer ganz verzaubert. Aber Papa, du bist so romantisch. Na, für mich bleibt Heidelberg die Stadt, wo man sein Herz verlieren kann. Aber heute verlieren die Leute ihr Herz nicht so leicht. Vorsicht, Mama. Frisch gestrichen. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Hier ist noch Platz genug. Heidelberg. Heidelberg hat noch immer seinen Zauber. Ja? Es ist ganz angenehm, hier zu studieren. Ich bin hier immer ganz verzaubert. Aber Mama, du bist so romantisch. Für mich bleibt Heidelberg die Stadt, wo man sein Herz verlieren kann. Heute verlieren die Leute ihr Herz nicht so leicht. Ich finde es hier genauso schön wie Sie, gnädige Frau. Ja. Aber die jungen Leute haben ganz andere Interessen. Wir sind nur nicht so romantisch. Der Junge und das Mädchen. Und die Dame und der Herr. Das sind zusammen vier. So, Ihr Sohn studiert Physik. Sabine auch. Aber Mama, wen interessiert denn das? Joachim, eine Kommilitonin. In Heidelberg gibt es viele Physikstudenten. Aber Papa, es ist Zeit, wir wollen doch jetzt essen gehen. Ja, ja. Kommen Sie doch mit. Ja, gerne. Kommen Sie, hier ist noch Platz. Das geht doch ganz gut. Meinst du? Natürlich. Das Mädchen und der Junge. Aber die beiden Alten.
Mit Musik und etwas Zauberei werden die auch ihr Herz verlieren. Mhm. Ein zauberhafter Tag. Ja. Noch 4 Herzen. Ich würde nie mein Herz in Heidelberg verlieren. Ich bin auch nicht so romantisch. Oh, sag das nicht, Sabine. Heidelberg ist und bleibt die Stadt, wo man sein Herz verlieren kann. Siehst du, 2 haben wir gleich. Aber nur 2. Wir brauchen 4. Mehr Musik. Noch mehr Musik. Es ist wie im Roman. Ja. Und hören Sie diese schöne Musik. Ich glaube, in Heidelberg liegt Musik in der Luft. Aber die Kinder sind zu still. Das ist der Zauber von Heidelberg. Bis Mitternacht. Heidelberger Herzen, Herzen vom Neckarstrand. Papa, du findest es vielleicht komisch, aber ich möchte noch zu gern ein wenig spazieren gehen. Sehen Sie, Heidelberg ist die Stadt, wo man sein Herz verliert. Übrigens, darf ich mich vorstellen, Heinrich Hoffmann. Lene Schwarze. Heinrich Lene. Wie viele? 4. Gib her. Joachim, 16. September. Sabine? 16. September. Gut, in Ordnung. Heinrich? Oh, Hoffmann. Lena, ist Schwarze. Was ist das? Heinrich Hoffmann hat sein Herz am 12. Mai 1937 in Heidelberg verloren. Ich habe auch mein Herz in Heidelberg verloren. 1937. Ich auch. 1938. Lene Schwarze. Hier. Ihr Herz am 12. Dezember 1938. Keine Entschuldigung. Keine Ausrede. Bis Mitternacht, Punkt 12 Uhr, brauchen wir noch 2 Herzen. Und du? 60, 62 und 64. Grün, wir bleiben in Heidelberg. Und mit uns der ganze Zauber.